So, hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Schiffe bauen mit Billy Werkel. Und wir haben schon mal einen kleinen süßen Kutter uns zusammengewerkelt. Wortwitz. Und, joa, waren schon mal so ein bisschen auf der Suche nach ja, Punkten, wo wir hinfahren können. Lass mich mal gerade noch eben kurz schauen. Ja, hier wohnt ein Schriftsteller, ein Scribbler. Er schreibt Bücher über Menschen, die verschollen sind. Okay, was? Auf der Moorinsel wohnen die Moorleute, eine alte Fischersfamilie. So ätzend wie 1000 Waldameisen, aber von ihnen kannst du eingelegten Hering bekommen und Benzin. Ah, okay, also wenn wir da jetzt mal rüber schippern, dann haben wir da schon mal wie so einen Außenposten. Finde ich nicht schlecht. Auf der Moorinsel wohnen die Moorleute. Okay. Also kommen wir eigentlich auch ziemlich gut hin, würde ich jetzt mal sagen. Schon mal nicht schlecht. Ich will gerade mal gucken, wie sich die da aktualisiert. Okay, also es aktualisiert sich nicht von Bild zu Bild, sondern in Echtzeit würde man sagen. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Ja, hier wohnen die Moorleute. Okay. Dann hallo Moorleute. Schrecklers noch. Nein, rein zufällig habe ich keinen an Bord. Dann ist ja wohl klar, dass du hier noch weniger zu suchen. Ah, das ist bisschen doof, dass die Sachen da so abgeschnitten sind. Aber ich kann es leider nicht ändern, denke ich. Ich denke, ich kann es nicht ändern. Aber ich vielleicht meine nächsten Folgen schauen wir mal, ob wir da vielleicht doch irgendwie. Oh, man kann auch mit der Maus steuern. Okay. Aber ein bisschen umständlich. Vielleicht sollten wir, um ein bisschen weiterzukommen, wir kommen Auf der dahin. Moorinsel wohnt. Okay, wir Hier ist kommen auf der bis da Moorinsel rüber. wohnen die Moorleute. Eine alte Fischer. Ja. Okay. Aber ich denke nicht, dass wir bis nach da unten kommen. Vor allem was unseren Fisch angeht. Vor allem was unseren Fisch angeht. Vielleicht sollten wir mal doch schauen, ob wir da drüben bei dem Wettkampf irgendwas gewinnen können. Schauen wir mal, was wir alles so in das Schiffchen kriegen. Vielleicht finden wir da ja ein paar tolle Sachen. So. Na, das Teil kannst du im Moment nirgends festmachen. Ah, okay, da brauchen wir einen. Kräftiger Rumpf, der gleitet wie ein Schwan durch die Wellen. Das können wir auch irgendwie festmachen. Okay. Oha, jetzt ist der Ups. Kahn abgesoffen. Jetzt sind wir abgesoffen. Zu viel draufgepackt. Wenn ich dich darauf aufmerksam machen darf, gleich sinkt das Schiff. Du kannst keine Sachen mehr draufpacken. Oha, Oh, jetzt ist der Kahn okay. abgesoffen. Zack, zu schwer. Na also, Oberklasse-Rumpf. Naja, das Teil passt jetzt nirgends. Okay, also Eine Spätkarte kannst du im Moment. da brauchen wir ein größeres Schiff. Größeren Rumpf. Gucken mal, ob wir da jetzt schon irgendwie einen Blumentopf gewinnen können.
Du, bring das Schiff zur Ausstellung. Mal sehen, wie es gefällt. Ja, machen wir mal. Schauen wir mal. Hier ist unsere Bootsausstellung. Wenn du wissen willst, wie toll dein Schiff ist, stell es aus, dann gibt's Punkte. Und für ein richtig witziges gibt's einen Preis. Na, mit dem Kram kannst du keinen Blumentopf. Als hätte ich's gewusst. Also, einen Blumentopf können wir nicht gewinnen. Schade. Ein richtig witziges Schiff. Okay, vielleicht ist es. Direkt hier wohnt der Schriftsteller. Ja. Also wir brauchen mehr von der Karte. Wir müssen mehr wissen, was wo abgeht. Auf der Moorinsel. Jetzt gerade haben wir noch nichts. Wir können, glaube ich, auch nichts transportieren. Ah. Oh. Die Sardinen transportieren. Wir haben doch diesen Bottich, diesen Sardinenbottich. Willi, hier ist Doris. Ich habe eine tolle Nachricht. Ich bin im Netz auf eine obercoole Zeichnung von einem Schiffsrumpf gestoßen. Du findest sie bei deinen anderen. Sehr gut. Sehr gut. Also, wir haben einen neuen Schiffsrumpf. Du, kleiner Tipp am Rand. Mittleres Schiff. Wenn du den Rumpf bei diesem Schiff austauscht, musst du alle Teile nochmal neu anbauen. Ah, okay. Wie war das hier, ne? Ah, und. Ich bin. Also, okay, gut. Aber man muss immer das Schiff und dasselbe Ruder nehmen. Passt. Okay, gut. Dann mal rein da. So, und da können wir jetzt aber. Okay, gut. Könnten wir theoretisch. Wo haben wir denn den anderen Außenborder? Den jetzt irgendwo? Da hat er den irgendwo in unsere Regale gepackt. Genau, da haben wir die Sardinen, die ich gerade meinte. Vielleicht können wir die damit transportieren. Jetzt mal eins nach dem anderen. Wir können da ja schon mal irgendwie ein paar Sachen davor packen. Aber auch von wegen dem Wettbewerb, da gucken wir dann gleich mal. Oh, man kann die auch unten reinpacken. Okay, das ist natürlich interessant. Das ist super witzig. So, guck mal, da können wir viel mehr Sachen reinpacken ins Schiff. Wir beide, du und ich, du. Wir können Schiffe bauen. Ja, richtig. Naja, das Teil passt jetzt nicht. So ein Doppelmotor wäre natürlich witzig gewesen. Aber wir gucken jetzt mal, ob wir damit zu dem zu der Fischfabrik kommen. Ne? Wir brauchen das natürlich, wir sind jetzt langsamer, ist klar, deswegen hatte ich gerade überlegt, vielleicht einen Doppelmotor dran zu schnallen. Aber das funktioniert so leider nicht. Müssen wir jetzt mal schauen, wie wir hier vorwärts kommen, weil das ist natürlich ganz schön stuckelig, ja? Waren jetzt nur noch 4 Knoten, hätte ich mal gesagt, ist das. Natürlich keine KMH, sondern Knoten. Bei 40 Knoten schon, Alter, du bist ja Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Und hier kraxeln wir jetzt gerade so ganz schön rum. Also wenn wir es zur Schifffabrik schaffen. Zur Fischfabrik. Nicht Schiff, sondern Fisch. Wurde vertauscht. Worte, Buchstaben natürlich, meine Herren. So, das wird ganz schön knackig hier. Da brauchen wir auf jeden Fall. Jetzt hängen wir hier. Oh Mann, jetzt hängen wir hier wieder irgendwo fest. Oha. Oh oh, jetzt leckt sie wie ein Sieb. Ich muss das Bergungsschiff anrufen. Okay, also nicht knapp an der Küste vorbei, sondern schon mit dem Spiel. Okay. Jetzt haben wir natürlich das Ding, das sollten wir vielleicht. Guck mal, das ist schon ein kleinerer Außenborder, ne? Klasse aus.
Da sollen wir das vielleicht später machen und sollen wir jetzt erstmal gucken, dass wir da irgendwie... Damit kannst du im Moment nichts anfangen. Okay, weil wir da jetzt 1000 Sachen da drauf geschnallt haben. Die könnten wir wahrscheinlich da anbringen, aber da wir das jetzt nicht haben. So mache ich jetzt nicht. Ja, das Teil kannst du im Moment nirgends festmachen. Okay, das kann ich nur dran machen, wenn ich ein Segel habe, wahrscheinlich. Oh, und das können wir noch da oben drauf. Okay. Na, das Teil kannst du unten. Ich weiß. So, können wir. Na, das Teil kannst du im Moment nirgends festmachen. Vielleicht kann ich den Stuhl da oben drauf, genau. Haben wir nicht noch irgendwo eine Fahne? Eine Fahne. Ich hab eine Fahne. Mal sehen. Okay. So, dann wollen wir mal zu dem Festchen da unten. Ach du grüne Neune. Ei. Also das ist das, was ich meinte. Je schwerer das Schiff ist, desto langsamer fährt man. Deswegen wollte ich jetzt eigentlich nur mit der Sardinenbüchse da runter schippern. Aber keine Chance. Da wären wir gerade so hingekommen und dann aber auch nirgendwo anders mehr. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier mit so einem voll beladenen Ding mal heruntergeschippert kommen. Zu der Schiffsausstellung. Mal sehen, wie es gefällt. Ja, schauen wir jetzt mal. Hier ist unsere Bootsausstellung. Wenn du wissen willst, wie toll das ist. 3 Punkte. Ganz lustig. Wollen wir jetzt irgendwas... Das ist natürlich jetzt immer so... Wir wissen jetzt halt nicht, was da dabei rauskommt, ne? Zurück zum Kai, komm. Kacka. Haben wir jetzt irgendwas? Nee, wir haben nichts, ne? Ganz lustig. Vielleicht. Ich dachte jetzt auch gerade eben, Schnitt vielleicht. Der gleitet wie ein Schwan durch die Wellen. Ja, aber trotzdem ist das Ding ganz schön langsam. Also wir kriegen irgendwann noch so einen Schiffsmotor für unten rein. Aber ich weiß nicht, was wir damit... Also was wir noch machen müssen, damit wir das erreichen... Und ich weiß jetzt aber auch nicht, was wir da jetzt noch so... Oh, da hätten wir was. Ah, okay. Das kannst du im Moment nirgends festmachen. Ah, okay. Damit kannst du im Moment nichts anfangen. Naja, das Teil passt jetzt nirgends. Haben wir noch irgendwas, was wir irgendwo dran schnallen? Das ist, glaube ich, für hinten auch. Naja, das Teil passt jetzt nirgends. Kann ich das? Ich glaube, ich kann das da oben drauf, oder? Ich
Ich weiß jetzt natürlich auch nicht. Ja, das Teil passt, ne, das also, das ist so ein bisschen, was man jetzt natürlich rausfinden muss. Was lustig ist, ne? Also, ich glaube eher, dass das lustig bedeutet, so viel Sachen wie möglich an das Auto, an das Boot schnallen. Mit dem Teil kannst du im Moment nichts. Ich sag, das können die wahrscheinlich da jetzt noch dranhängen. Okay, wir werden jetzt aber auch wieder ganz langsam erst dahin kommen. Oh, guck mal. Das geht auf jeden Fall ein bisschen schneller. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Müssen wir natürlich hier so ein bisschen... regelmäßig mit dem Wind. Du, bring das Schiff zur Ausstellung. Mal sehen, wie es gefällt. Dann machen wir jetzt. Jetzt mal. Hier ist unsere Bootsausstellung. Wenn du wissen willst, wie toll dein Schiff. 3 Punkte. Ganz lustig. Aber immer noch viel zu normal. Fahr nach Hause und bau das. Okay, jetzt haben wir aber zumindest mal so ein bisschen noch was rausbekommen, viel zu normal. Vielleicht Kombination an Sachen. Na, das sieht doch schon ganz gut. Naja, das Teil passt jetzt nirgends. Ja. Damit kannst du im Moment, ne, das Teil kannst du im Moment nirgends fest. Naja, das Teil passt jetzt nirgends. Weiß jetzt auch nicht, wie sinnvoll das ist, wenn wir gucken, dass wir auf jeden Fall da dieses Ding da jetzt hin. Nicht so. Du, bring das Schiff zur. Müssen wir mal gucken. Mal sehen, wie es gefällt. Ich habe halt die Hoffnung, dass wir da jetzt noch irgendwie was hier Tolles gewinnen. Was uns weiterhin. Toll, danke. 3 Punkte. Ganz lustig. Aber immer noch viel zu normal. Okay. Fahr nach Hause und bau das Schiff nochmal um. Ah, aber guck mal, es kommen immer mehr Schnipsel von den Tonspuren dazu. Hallihallo, Doris ist wieder mal gesurft und hat... Ah, Doris. Sehr gut. Neue Teile. So long. So long, Doris. Danke. Krimps und Krams, wenn das nicht Doris ist, hier. Hier. Da ist der Schiffsmotor. Wir haben einen größeren Tank. Sehr gut. Das meinte ich. Gut, dann können wir den einmal weg. Kommt unten naja, rein. Das Teil passt jetzt nirgends. Es gibt keinen Schrott. Schrott, das sind prima Sachen, aus denen kann man was Neues machen. So. Dann würde ich die ganzen Sachen hier aber nochmal runterklempnern. Schön leicht machen. Nee, jetzt reicht's. Das Chaos wird ja immer schlimmer. Aha. Auf dem Boden im Lager ist kein Platz. So. Ich weiß aber auch nicht, ob wir die Sachen brauchen. Ob die uns nochmal irgendwie Windschnittigkeit geben oder so. Irgendeine Luke. So, wir nehmen jetzt mal hier die Sardinenbüchse mit. Und fahren mal eben. Oh hey, wir haben kein Steuerrad. Wie willst denn du da steuern? Oh hey. Oh. Oho. Oh hey. Ein Steuerrad, das ist blöd. Okay, dann Steuerrad. Ah, guck mal, so geht das doch. Dann am besten mal hier runter. So, wir haben jetzt nämlich einen Doppelkanister. Und kommen... bisschen weiter
Und jetzt sollten wir doch eigentlich zu der Fabrik fahren können. Ja, ja. Wir sind ja richtig auf Grund gelaufen. Ah. Geht schon noch. So, jetzt fahren wir mal hier zu der Fabrik. Riechst du's? Hier werden Hering. Packen ein bisschen Fisch ein, fahren dann nochmal zur Tanke. Na, sieh mal an, der Willi. Kannst du den Moorleuten auf der Moorinsel? Klar, kann ich mitnehmen. So, nämlich. So, und jetzt fahren wir, schippern mal unten. Eben noch kurz zur Tankinsel. So, Vater, soll ich dir was von der Tanke mitbringen? Raumschiff Price, der Film. Musst du tanken? Da ist eine Zapfsäule. Sehr gut. Und dann können wir jetzt zu den Moorleuten fahren. Wenn uns die Tanke lässt. Opa. Hoch. Okay, wir müssen erstmal hoch. Ich hoffe, wir schaffen das mit dem Fisch. Warum auch immer man bei der Sardinenfabrik kein Futter dazu bekommt. Aber jetzt bei den Moorleuten kriegen wir jetzt was. Dann sollten wir dort auch nochmal tanken können, hatte er ja gesagt. Ja, hier wohnen die Moorleute. Jo, heute ist ein gut. Klar doch. Hier glitzert es nur so von Meeressilber. Ich hab massenhaft Hering an. Nicht, dass du was verdient hättest, aber du kannst wohl einen Tropfen Benzin kriegen. Und ein Fischbrot. Kann ich jetzt da nochmal tanken? Ja, hier wohnen die Moorleute. Schrecklers noch. Na, hast du Hering mitgebracht? Nein, rein zufällig habe ich keinen an Bord. Dann ist ja wohl klar, dass du hier noch weniger zu suchen hast als sonst. Ah. Also das heißt, ich muss immer Fisch bringen, damit die mir helfen? Das ist natürlich blöd. So, und der Pastor will irgendwas haben. Das war jetzt aber, also irgendwie, ist eine lustige Idee. Ist wahrscheinlich eher, wenn man weite Strecken fahren will. Also wenn wir da nach auf der Karte nach rechts wollen, dann macht es eher Sinn, hier vorbeizufahren. Gucken mal, kommen wir jetzt zu dem Loot? Ich glaube nicht. Also dafür haben wir nicht mehr genug Tank. Und mit dem Rudern kommen wir hier nicht vorwärts. Keine Chance. Mit Rudern kommen wir hier nicht vorwärts. Hätte ich jetzt mal gesagt. Das Benzin ist alle. Oho, ran an die Ruder. Oho. Oho. Ach, du grüne Neune. Okay, vielleicht sollten wir das Ruder da dran lassen. Aber Segel noch mit draufpacken. Super Schiff. Also Sardinen ist vielleicht eher, wenn wir das auf der Karte da nach hinten fahren wollen. Kann man dann nur an eine Stelle packen. Hätten wir jetzt. Okay, wir fahren jetzt schneller, aber ich denke, wir verbrauchen auch mehr.
Oh, da. Hier liegt ja die Bibel vom Pastor rum. Hey, nice. Vergesslich, der Gute. Fast übersehen, aber doch noch eingesammelt. Sehr gut. Was kriegen wir jetzt vom lieben Pastor? Und da ist auch der Pastor. Hoffentlich Tanke. Hier, bitte, das hast du unterwegs gefunden. Du weißt, wer gibt den... Okay, ein tolles Teil haben wir bekommen. Schnieke. Aber ich denke, wir werden es jetzt wieder nicht zu dem Schriftsteller schaffen. Das sieht nicht gut aus. Schade, aber wir haben jetzt das Segel dabei. Müssen nur gucken. So, jetzt... Ach, viel Wind haben wir heute nicht gerade. Mann. Stimmt. Wind haben wir keinen. Oh hey! Oho! Vielleicht schaffen wir es noch mit dem Ruder. Ein bisschen Fisch haben wir noch. Oho! Oh hey! Oho! Oh hey! Oho! Oh hey! Oho! Oh hey! Ich gebe mein Bestes. Oho! Oh hey! Das könnte der beste Versuch bisher sein. Oho! Oh hey! Ach du. Oho! Ah doch hier. Oder? Das sollte er eigentlich sein. Und ein Schriftsteller. Er heißt Sam Scribbler. Okay. Na, immerhin. Hallo Sam, du wolltest mich sehen? Ja, stimmt genau. Komm hin, komm hin. Ich hab dir was zu erzählen. Sehr gut. Seit ich klein bin, frag ich mich, was eigentlich mit... Klar. Schließlich bin ich ja selbst neugierig. Und schade. Vielleicht finde ich da den ein oder anderen Krimis. Danke. Ich bin ganz aufgeregt. Wo jetzt genau? Hier ist die Insel von Viola Wallmark und ihre Algenzucht. Oho! Oh hey! Oho! Meinte er jetzt hier? Ich bin gerade ein bisschen aufgeschmissen. Ganz windstill. Kein Lüftchen regt sich. Oho! Kein Lüftchen. Ja gut. Oh hey! Nee. Stoß abgekriegt. Vorsicht jetzt. Da kommen wir leider nicht hin. Okay, aber ja. Wir haben jetzt nicht rausgefunden, was er da meinte. Aber ich muss mal kurz gucken. Das hier ein besseres Mod, wenn man will. Versuchen wir es. Oder gibt es da einen Unterschied zwischen den beiden Motoren? Ja, eigentlich schon. Sonst würde es ja keinen Sinn machen, dass sie da sind. Okay, aber... Viel Wind haben wir heute nicht. Okay, aber ein bisschen Wind ist. Hätte ich jetzt mal gesagt. Okay, sollen wir jetzt mal runter zu dieser Viola fahren? Wir fahren mal eben kurz runter. Hier ist ein toller Ort. Die Fabrik für... Fahren jetzt noch mal eben kurz runter zu dieser Viola. Gucken wir mal, was bei der geht. Vielleicht schaffen wir es hin. Zu tiefe Brücke und zu hoher Mast. Oh. Umkehren angesagt. Ah, genau. Gut, also man kann jetzt hier auch nicht jeden Weg fahren, sondern... Zu tiefe Brücke und zu hoher Mast. Jetzt oh, umkehren. Okay. Okay, also wir müssen jetzt einen richtigen Umweg fahren. Okay, warte mal, dann machen wir vielleicht, wenn wir zu denen fahren wollen... Dann müssen wir, glaube ich, den Bast abschnallen. Hallo Willi, hier ist Doris. Du, ich bin gerade auf einer tollen Homepage vom hintersten Weitwegistan gelandet. Und da konnte man so total abgefahrene Sachen kaufen. Aber witzig. Wir nehmen so viel Platz weg. Du kannst sie so lange haben. Bye, bye. Okay. Dann wollen wir mal kurz gucken. Doris Digital hat neuen aufgetrieben. Der Riesenmotor. Und ein Riesentank. Okay. Also, dann...
Wollen wir mal eben kurz schauen. Mhm. Wir sind tatsächlich auch schon wieder am Ende der Folge. Aber ich möchte mal eben kurz schauen, wie das jetzt hier... So, der passt da rein und... Damit kannst du im Moment nichts anfangen. Ja, aber... Naja, das Teil passt jetzt nirgends. Okay, also das kann ich tatsächlich auch nur oben drauf irgendwo packen. So, und jetzt möchte ich mal kurz gucken. Oh, Alter. Okay, jetzt, jetzt schippern wir da aber einen weg. Hoppa. Ich war gegen die Brücke gefahren. Jetzt sind wir so schnell. Mit doppeltem Tank. Jetzt möchte ich da mal eben noch kurz gucken. Uah. Opa. Heyo, weyo. Auf dieser Insel wohnt Viola Wallmann. Okay, jetzt kommen wir eine gute Strecke weit. Nicht schlecht. Wer hätte das gedacht, dass du vorbeikommst? Oh. Ein Riesensegel. So ein Mist aber auch. Ich habe keinen Tank, um das Wasser zu transportieren. Ja, blöd. Jetzt haben wir so ein Riesensegel bekommen. Mit dem Teil kannst du im Moment nichts anfangen. Das irgendwo liegt. Hier. Na, das sieht doch schon ganz gut aus. Krass. Okay, und hier haben wir jetzt natürlich noch mal ein paar Sachen, mit denen wir dann in der nächsten Folge... Oh, und wir haben auch so ein asiatisch angehauchtes Segel. Also haben wir für die nächste Folge auf jeden Fall noch mal ein paar Sachen, die wir da rumschlängeln, bängeln, hämmern, meißeln können. Und ja, werden wir uns mal anschauen, was wir da in der nächsten Folge so alles zaubern können. Dann bis hierhin auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Dabeisein. Und immer noch dabei sein natürlich. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit. Euer Kai. Ciao.